In was für einer Welt wollen wir leben? In welcher auf keinen Fall? Und was ist, wenn wir die Wahl gar nicht haben? Lieber Felix, ich wünsche, dein Paul hätte es am Ende nach Hause geschafft. An die Waffe gezwungen, hofft, ein Held zu sein, ist dann doch zum Sterben verdammt. Von seinem ersten, die Realität verkennenden Blick an, will man ihn beschützen. Wie dein, in deinem feinen, stillen Spiel erst diese Unschuld und dann jedes Leben aus Paul entweicht, hält uns vor Augen, was jeder Krieg diesen Seelen an der Front auch heute noch antut. Lieber Charlie, da. Dein Ingwer ist vielleicht auch deswegen so besonders, weil ihn Definitionen von Männlichkeit nicht umtreiben, weil es zumindest an diesem Punkt in seinem Leben nicht mehr darum geht. Während deine Blicke Antworten suchen und dem Geschehen zum Teil überfordert beiwohnen, geht dein Körper in eine verantwortungsvolle Fürsorge. Diese äußere Sanftmut, trotz innerer Konflikte, die du in dieser Rolle anbietest, erscheint wie ein unausgesprochener Vorschlag des Umgangs miteinander. Lieber Mehdi. Da. Niemand möchte sie. Eine Welt, in der Männer so denken und handeln wie Said. Doch es gibt sie. Nicht nur im Iran. Die liebenden Familienväter, denen diese Bestien innewohnen. Diese Rolle anzunehmen, mag spannend sein aus Schauspielperspektive, doch sie so zu spielen, wie du es getan hast, das gelingt nicht vielen. Man sieht Said lächeln, mit seinen Kindern spielen, weinen und dennoch gelingt es dir, diese Figur allem zu entledigen, was Verständnis oder gar Momente der Sympathie auslösen könnte. Du wirst dieser Verantwortung, dieser realen Geschichte nicht nur gerecht, du hast dein Leben dafür riskiert. Und die Lola für den besten männlichen Hauptrolle geht an Felix Kamera. Scheiße. Okay. Hallo. Es ist echt absurd, weil ich habe keine Ahnung vom Film und jetzt stehe ich hier. Und ich habe gerade zu Albrecht hat vorher gesagt, es war vor 2 Jahren, dass wir da auf dem Feld waren und wir sehen diese Bilder jetzt und jetzt sind wir hier und es ist. Und jetzt bedanke ich mich bei ein paar Leuten. Nämlich vor allem einfach erstmal bei unserem Cast, vor allem bei Albrecht. Moritz, Edin, Aaron, Jakob, so ohne die hätte ich das nie geschafft, einfach die mir gezeigt haben, was man eigentlich an einem Set macht und was man macht, wenn man mal Pause hat oder so. sonst drehst du durch. Dann auf, also Malte, unser Produzent, vielen, vielen Dank für alles, für jedes Gespräch, jedes Handhalten und und Edward, ich kann dir so viel sagen, aber ich habe einfach einen richtig tollen Freund gefunden und ich will noch so oft mit dir arbeiten, weil das ist ein absolutes Vergnügen. Und ja, zum Glück. Und dann muss ich unbedingt Sabrina Zwach danken. Die absolut beste Sabrina Zwach, ohne die ich wirklich, also seit der Schauspielschule, gar nichts gemacht hätte beruflich, die mich überall hingebracht hat, ans Theater, zu diesem Film und die meine absolute tollste Mentorin geworden ist. Und ich weiß, wir haben es jetzt schon öfter gehört, aber wir können es einfach nicht oft genug hören. Und das ist auch für mir so wichtig. Unbedingt, und wir, glaube ich, können alle ihr danken, Simone Bär. Es ist einfach so traurig, dass sie heute nicht hier sein kann, weil Simone hat einfach auch diesmal bei unserem Film das gemacht, was sie immer gemacht hat, nämlich Leute angucken, egal was für einen Namen sie haben oder ob sie vorher schon was gemacht haben, einfach nur in die Leute reinhören und auf das Herz hören und Leuten eine Möglichkeit geben, die vielleicht einfach noch nicht auf der Bühne des Films stehen oder so. Und das war eine Riesenqualität und wir können uns alle bei ihr bedanken. Vielen Dank, Simone.